Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial für mein Windows. Ja, das hier ist eine kleine Videoantwort. Ich habe jetzt hier einen Brief bekommen, oder eine E-Mail besser gesagt, von einem Zuschauer. Ich nenne jetzt mal nicht seinen Namen, es war ein sehr, sehr netter Brief. Ich habe Windows 7 Ultimate, ich habe das ein bisschen gekürzt und bearbeitet. Ich benutze zurzeit Windows Vista und da kam mir Windows 7 sehr gelegen. Meine Frage ist jetzt, ob ich irgendwas beachten soll, wenn ich das Betriebssystem installiere, denn immerhin ist es eben mein Betriebssystem. Ich hätte es gerne so, dass alle meine Daten, die im Moment drauf sind, gelöscht werden und ich dann nach der Installation einen frischen PC habe, wo einfach nur das Betriebssystem drauf ist. Und mehr nicht. Worauf muss ich da achten? Also erstmal muss ich sagen, es ist ein sehr netter Brief, beziehungsweise E-Mail, und es gibt ja so Leute, die können echt keine Briefe mehr schreiben. Oder E-Mails. Und ja, deswegen habe ich jetzt mir gedacht, okay, machst du gleich mal eine Videoantwort. Ja, ich habe jetzt ein bereits installiertes Windows 7 drauf. Das ist egal, was wir drauf haben. Man kann das auch mit einem XP machen oder mit einem Vista. Bleibt sich in diesem Fall gleich. Ist bereits installiert. Das entspricht dem, wo wir stehen geblieben sind, bei Windows 7 im 16 zu 9 Format. Und ich habe jetzt hier halt nochmal als CD-DVD-Master angewählt mein ISO-File. Bei dir, sage ich jetzt mal, müsste es dann einfach im CD-Laufwerk liegen. Ja, ich habe gesagt, man muss mal das BIOS anpassen. Ich kann es hier ganz einfach machen. Ich gehe auf Ändern. Dann gehe ich auf System und dann muss eben CD-DVD-ROM ganz oben sein und dann Platte kommen. Okay, ja, abbrechen. Bei dir Sie müssen das halt eben im eigenen BIOS einstellen, aber da kann ich nicht helfen, da muss man selber rausfinden, wie das bei seinem BIOS geht. Okay, gut, starten wir mal. Jetzt werden wir dann gleich gefragt werden, ob hier von CD oder DVD starten. Erstmal kommt unser schöner VirtualBox-Screen. Beliebige Taste von CD, DVD zu starten. Die müssen wir natürlich anwählen. Vollbildmodus einschalten. Damit wir alles sehen, hallo? Okay, gut. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Ich mache wieder ein Uncut-Video. Ich hab mir vorgenommen, jedes Video quasi uncut zu machen. Aber ganz wichtig vorher, und das habe ich auch in die Antwort-Mail reingeschrieben, das ist ja bloß zum Public, das ist ja so eine FAQ, Frequently Asked Question, das heißt eine häufig gestellte Frage. Und ja, ganz wichtig, die Daten sichern. Das ist echt ganz wichtig, denn wenn man die Methode hier nimmt, die ich gerade verwende, oder die ich verwenden werde, beziehungsweise besser gesagt, dann sind halt wirklich alle Daten weg und man kann auch nichts mehr wiederherstellen. Also von daher Schritt 1, Daten sichern. Aber das ist jetzt quasi nur noch, Sie haben die Daten schon gesichert und jetzt geht es quasi ans Löschen von der Festplatte und ans Installieren. Wie gesagt, das Installieren, das habe ich ja schon gezeigt. Da einfach mal nach My Windows 7 installieren schauen in YouTube oder einfach mal auf meinen Kanal www.youtube.com/mywindows gehen und dann wird man das sicherlich auch finden. So, das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bei Ihnen wird das sicherlich schneller gehen. Wie gesagt, die Bildschirmauflösung und die Daten schon gelesen und alles können wir mal schauen. So, jetzt wird das hier so geladen und jetzt bekommen wir gleich ein Installationsfenster, sage ich jetzt mal. Achtung, das ist jetzt nicht Starting Windows, da kommt jetzt nicht ein Betriebssystem, da kommt jetzt nur dieses
Fenster hier, dieses Installationsteil. Ja, bei mir ist das jetzt natürlich immer sehr langsam. Ich muss ja gleichzeitig aufnehmen, das starten und das auch noch in der VM. Das heißt, bei Ihnen wird das sicherlich schneller und ohne diese kleinen Performance, naja, eher diese großen Performance-Probleme ablaufen. Okay, das dauert jetzt aber doch etwas lange. Sie können ja einfach mal ein bisschen rumspringen im Player und dann einfach schauen, wann dann wieder was kommt. Also wie gesagt, Windows wird immer noch gestartet. Kleiner Insider Microsoft-Witz. Ah. So, jetzt sehen wir dieses Ladebalken-Zeugs und jetzt kommt schon der Installationsbildschirm, soweit ich das noch weiß. Also Achtung, ich kann das hier problemlos durchführen, weil ich eben an einer virtuellen Maschine arbeite. Bei mir kann da nicht wirklich viel passieren. Ich bin auch verwirrt. Ziemlich sicher mit dieser virtuellen Maschine. Aber naja. So, dann wählen wir hier Installationssprache aus. Uhrzeit, Werbungsformat, Tastatur und Eingabemethode. Weiter. Und dann klicken wir auf Jetzt installieren. So, und jetzt kommt dann eine ganz wichtige Frage. So, müsste vorher noch die Software-Lizenzbedingungen oder irgend sowas kommen. Jetzt kommt dann gleich das Wichtige, da wird uns der Computer bzw. das Setup fragen, ob wir das parallel installieren wollen oder ob wir erstmal ganze Festplatte formatieren wollen, und da haben wir dann auch schon die Antwort. Also da. Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen, müssen wir natürlich machen. Wie gesagt, durchlesen und alles. Das ist wichtig, weil, ach komm. Weiter. So, Upgrade, das ist ja das, was der Schreiber, der Nachfrager nicht wollte. Das funktioniert ja bei Vista. Da werden einfach die ganzen Dateien behalten und einfach das neue Windows drüber installiert. Dann müssen wir natürlich jetzt benutzerdefiniert erweitert machen. So. Dann müssen wir jetzt mal kurz Laufwerksoptionen gehen. Wie gesagt, hier auf Laufwerksoptionen. Dann müssen wir Formatieren klicken. Und dann müssen wir es ganz normal installieren. Ich mache das jetzt mal nicht. Sondern ich werde das euch überlassen, beziehungsweise Ihnen überlassen, dann hier auf Formatieren zu klicken. So, dann kommt ihr Windows installieren. Diese Partition enthält möglicherweise Wiederherstellungsdateien, Systemdateien oder wichtige Software von Computerherstellern. Wenn diese Partition formatieren, gehen alle darauf gespeicherten Daten verloren. Wenn wir auf OK klicken, dann, wie gesagt, geht alles verloren, aber dann haben wir wieder einen freien Raum, sage ich jetzt mal. Und da können wir das dann problemlos drauf installieren. Okay. So, ich muss jetzt, nein, nicht ausschalten per ACPI. Ich muss schließen drücken und ja, bei mir geht jetzt diese Installation nicht weiter. Ich schalte erstmal wieder aus dem Vollbildmodus raus. Ich hoffe, ich habe Ihnen geholfen. Ich hoffe, diese Anfrage ist damit geklärt. Also einfach ganz normal weiterklicken, dann hier auf Formatieren und dann die Partition formatieren, die eben ja gelöscht werden muss. Und davor hier auf Erweitert klicken.
und dann noch formatieren und das. Wie gesagt, alles vorher sichern und dann kann die Installation so weitergehen. Also ich hoffe, ich habe Ihnen geholfen und ja, es wäre sehr nett, wenn Sie mich abonnieren würden. Ciao!